Hey Leute, Keiko hier. Ich begrüße euch recht herzlich zum zweiten Part von Let's Play Made in 2.de Ruby von unserem Free-to-Play-Projekt Free-to-Play Richtung Melee. Vorerst, bevor das Video startet, möchte ich einen kleinen Disclaimer meinerseits paar persönliche Worte an euch richten, an euch, die Community. Was in den Kommentarsektionen abging, was allgemein mit dem Video abging, das ist geisteskrank, muss ich so sagen. Es ist nicht selbstverständlich. Ich hätte damit im Leben nie gerechnet, so ein Feedback und durchaus positives Feedback von jedem von euch zu erhalten. Es waren Leute dabei, wirklich, die nicht mal mehr Medien spielen, sich dann trotzdem die Videos reinziehen. Und das gibt natürlich einem umso mehr Motivation und ich kann leider nicht mehr als Danke sagen und mich freut es natürlich, dass ihr mich auf dem Weg begleitet, wie man dieses schöne Spiel auf Free-to-Play spielen kann, ja. Und damit würde ich sagen, starten wir dann so richtig ins Video. Ihr habt jetzt schon ein paar Clips gesehen, wo wir schon Level 20 sind. Im letzten Video haben wir geendet mit Level 10, wo wir uns Autojagd gestellt haben. Und natürlich der nächste Weg, der nächste sinnvolle Weg ist, man konnte es sich denken, Level 30. Warum Level 30? Ich möchte euch in diesem Projekt natürlich die besten Clips zeigen, wirklich das Unterhaltsamste. Klar, der Anfang ist ein bisschen träge. Später kommt noch ein Teil, da erkläre ich euch genau, was ich mit träge meine, wo es dann wirklich anstrengend wird, das Spiel, und wo auch durchaus sehr viele danach einfach aufhören werden, beziehungsweise also halt quitten werden, weil es halt ja sich ja zieht wie ein Kaugummi. Und deswegen ist unser Ziel, erstmal Level 30 zu werden, um, genau, man konnte sich denken, zu angeln. Aber dazu später mehr. Was genau jetzt in diesem Video passiert ist, wir leveln, wir sammeln Sachen in der City auf, um uns natürlich equipped zu uppen und so weiter. In der Zwischenzeit gab es auch leider, also gab es ein Angel-Event, aber leider, ich habe zwei Aufnahmeprogramme, einmal Fraps und einmal OBS, und leider, ich weiß nicht warum, kann ich meine OBS-Clips nicht öffnen. Ich bin jetzt nicht so technikaffin, um zu sagen, woran das liegt oder ob man was dagegen machen kann. Wenn es dann Profi von euch in den Kommentaren gibt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir verraten könntet, wie ich die Clips öffnen kann. Denn in dem Video, das werdet ihr auch nachher sehen, werden wir auch angeln. Das ist natürlich das Wichtigste vorab. Na? Aber bevor es Richtung Uppen bzw. Richtung Angeln geht, habe ich noch ein kleines Anliegen bezüglich, das werdet ihr auch noch im Video sehen. Und zwar habe ich in den Kommentarsektionen von einem sehr netten Zuschauer eine sehr gute Frage bekommen und das werde ich auch im nächsten Video einbauen, weil ich das sehr gut finde. Es ist von Speedy Gonzales, ob ich zeigen kann, wie viel man in der Stunde mit Sache X verdient. Das werde ich definitiv so einbauen, fand ich eine super Idee. Da möchte ich mich nochmal ganz herzlich auch bei dir persönlich bedanken für den Einwurf direkt als Idee. Super nett. Und natürlich, ich habe die Kommentare auch gelesen, wo ab und zu was über mein Mikrofon gesagt worden ist. Kann ich verstehen, Leute. Es tut mir auch leid. Ich werde auf jeden Fall daran arbeiten und in naher Zukunft da auch hoffentlich upgraden können. Und zwar werden wir jetzt auch sehen, ich habe noch einen Ruby-Account gehabt. Da habe ich jetzt einen Krieger drauf erstellt. Mein Gedankengang war einfach, ich möchte euch persönlich nur die attraktiven Clips zeigen, die auch Spaß machen zuzugucken. Ich möchte euch nicht zeigen, wie ich von Metin zu Metin zu Metin laufe, wie ich dann die ganzen FBs sammeln. Klar, wenn ein Superstein-Event, das wird alles noch in der Zukunft kommen. Aber erstmal konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Hier haben wir Level 30 erreicht, der erste kleine Meilenstein, und man kann ja auch sehen, ich habe Fischertruhen im Inventar. Was die Fischertruhen angeht, das ist so, wo ich sagen würde, ist die erste Bremse, wenn man halt keine Carbonangel hat, beziehungsweise kein Fischereibuch, dann droppt man sehr, sehr schwer, beziehungsweise sehr demotivierend die Fischtruhen. Ich habe mir jetzt noch mit per Eisenkisten, habe ich mir ein Fischereibuch geholt fürs Event. Wie gesagt, die Clips sind leider abhanden gekommen, aber das war jetzt kein großer Aufwand. Das kann man halt alles so nachvollziehen. Man sieht auch immer wieder, wie ich die Shops gestellt habe, die Preise gestellt habe. Halt genau die Sachen, damit ihr das halt immer Schritt für Schritt nachvollziehen könnt. Von eurer Seite aus könnt ihr persönlich auch entscheiden, hey, vielleicht investiere ich einen 5er oder einen 10er,
um regelmäßig einen Kaschmirbüttel zu haben, Glas des Handelns oder sich ein Fischereibuch direkt so holen zu können für 30 Tage. Das macht einen riesen Unterschied im Vergleich jetzt, wenn man sich das alles per DR-Gutscheine selber holen muss, beziehungsweise das zieht das alles noch länger. Aber dafür ist ja dieses Projekt da. Und jetzt können wir sehen, ich habe den Krieger erstellt. Mein Gedankengang war, damit ich euch auch jetzt fürs anstehende Osterevent, vielleicht bauen wir den Krieger zuerst auf, fahren ein paar Ostermeetings, um uns voranzukriegen. Aber da würde ich mich freuen, ob ihr mir dafür ein Feedback geben könntet, wie ihr dazu steht. Sagt ihr, nee, wir wollen alles über den Ninja sehen, only Ninja. Und dann akzeptiere ich das so, dann machen wir das nur mit dem Ninja. Von meiner Seite aus ist mir das eigentlich gleichgültig, muss ich sagen. Meine Mission ist es, euch den besten, lukrativsten und kürzesten Weg Richtung Melli zu zeigen. Und natürlich auch die attraktiven Clips. Jetzt wiederhole ich mich regelmäßig, aber ich möchte es halt nur nochmal genau verdeutlichen. Und hier sehen wir schon, da haben wir es schon im zweiten Part, worauf ich auch sehr stolz bin, weil ich habe leider nicht so viel Zeit. Natürlich arbeite ich auch Vollzeit. Ich habe noch eine Familie daheim, deswegen probiere ich das so zwischenzubiegen. Aber im zweiten Part haben wir schon unsere Carbonangel. Genau. Das ist ein Riesenmeilenstein für den Anfang. Damit werden wir jetzt ordentlich Won drucken, unser erstes Equip aufbauen, Richtung entweder Krieger, je nachdem, was ihr entscheidet, oder ob es Only Ninja sein soll. Das werde ich vielleicht so in die Kommentarsektion anhängen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich bin da noch nicht so erfahren drin wie manch anderer. Ich hoffe, da könnt ihr mir auch verzeihen. So, hier habe ich natürlich jetzt auch noch nebenbei auch für den Krieger ein bisschen Equip geupt. Ist jetzt nur, ja, einfach so als Vorkehrung gewesen, wenn ihr sagt, hey, ja, Oster-Event-Farm habe ich Lust mit einem Low-Char. Natürlich wird das halt ein absoluter Baboon-Char. Da ist leider nicht viel zu holen, aber ja. So, im letzten Clip der Folge sehen wir, wie ich mir eine Carbonangel zulege. Und ich kann euch eins versprechen, im nächsten Part haben wir schon gut was an Won gedruckt. Da haben wir uns nicht lumpen lassen, da haben wir sehr, sehr viel geangelt, auch ohne Angel-Event, das ist auch sehr wichtig. Und dann würde ich sagen, ich danke euch recht herzlich. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr weiter keine Videos verpassen wollt. Gebt mir Feedback und dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön.